Hallo ihr Lieben, mein Name ist Tanja und ich bin neu im NDED-Team. Ich präsentiere euch zukünftig tolle Nailart-Videos, die ihr einfach nacharbeiten könnt. Heute stelle ich euch mein erstes Video vor und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich arbeite heute mit der NDED American Line Serie und zeige euch, wie ihr ein tolles Bubble-Design kreieren könnt. Eine Hand habe ich bereits für euch fertig modelliert. Die Hände meines Modells sind desinfiziert und vorbereitet. Als erstes stellt ihr euch das American Line Einphasengel und das French Gel Weiß zurecht. Ich arbeite das Design über den Aufbau. Ihr könnt es aber auch unter den Aufbau arbeiten. Nun tragt ihr das Einphasengel mit dem Pinsel über den kompletten Nagel auf. Anschließend setzt ihr mit dem Dotting-Tool weiße Punkte ins nasse Gel. Die Punkte werden nebeneinander entlang der Smile-Line gesetzt. Jetzt für 30 Sekunden anhärten. Dieser Vorgang wird an allen Fingern wiederholt. Achtet darauf, dass die Punkte ein wenig verlaufen sind, bevor ihr den Nagel aushärtet. Das ergibt später den Bubble-Effekt. Die Größe der Bubbles könnt ihr variieren, indem ihr mal mehr und mal weniger French Gel mit dem Dotting-Tool aufnehmt. Schaut euch hier in Ruhe nochmal alles an. Das einzelne Anhärten dient dazu, dass nichts verläuft. Wenn ihr alle Finger mit weißen Bubbles versehen habt, härtet ihr die komplette Hand nochmal für 2 Minuten aus. Nun bringen wir Farbe ins Spiel. Für den Neon-Look habe ich mir das American Line Neon Pink und das Neon Orange ausgesucht. Ich fange mit dem Neon Pink an und trage es dünn mit dem Pinsel bis zur Mitte auf. Dann streife ich den Pinsel an einer Zillette ab. Nun nehme ich das Neon Orange und trage es neben dem Neon Pink auf. In der Mitte ziehe ich die beiden Farben vorsichtig ineinander, sodass ein schöner Übergang entsteht. Den Nagel für 30 Sekunden anhärten. Der gesamte Vorgang wird an allen Nägeln wiederholt. Bitte achtet darauf, dass ihr das Farbgel dünn auftragt, damit die Bubbles noch durchschimmern. Je
Hier könnt ihr sehen, wie durch das Ineinanderziehen der beiden Gele ein schöner Farbverlauf entsteht. Hier die nächsten Finger im Schnelldurchgang. Wenn alle Finger fertig sind, nochmal die ganze Hand für 2 Minuten aushärten. Nun werden die Nägel mit unserem American Line Versiegelungsgel versiegelt. Das American Line Versiegelungsgel ist ein tolles Gel. Es reicht, wenn ihr es einmal auftragt, um den optimalen Glanz zu erzielen. Jetzt einmal komplett aushärten. Mit einer Zillette entferne ich die Schwitzschicht. Zum Abschluss bekommt mein Modell ein pflegendes Nagelöl. Fertig ist der Bubble-Look im angesagten Neon-Style. Ihr könnt das Design natürlich auch in anderen Farben ausprobieren. Alle gezeigten Produkte und noch viel mehr findet ihr in unserem Online-Shop. Viel Spaß beim Nacharbeiten wünsche ich euch, eure Tanja.